Wenn man sich die Parteigeschichte der Grünen anschaut, dann ist einer der Gründe, warum wir heute im Übrigen eine sehr beachtliche Partei der Grünen haben, viele meiner Freunde sind bei den Grünen engagiert, ist, dass damals insbesondere Helmut Schmidt die Umweltfrage unterschätzt hat. Und wenn Sie sagen, Fridays for Future wurde unterschätzt, dann würde ich sagen, ja, auch bis zum gewissen Grade stimmt das. Das ist aber nicht irgendwie was wahnsinnig Neues, sondern das ist etwas, was schon früher angelegt war. Wir sind eine Exportnation und wir sind eben auch wirtschaftlich am größten. Das heißt, es ist ganz einfach so, Deutschland bestimmt, was in der Eurozone passiert und zu einem großen Teil auch, was in der EU passiert. Und diese enorme Macht, dass gegen Deutschland nichts passieren kann, also Deutschland hat die absolute Vetomacht, wird nicht, in Deutschland nicht wahrgenommen. In Italien sind 11% der Leute dauerhaft arbeitslos, in Frankreich sind es 10%. So, jetzt nehmen diese Leute aber eins wahr. Sie selber sind in der Krise, die anderen Südländer sind auch in der Krise und das einzige Land, dem es wirklich gut geht, ist Deutschland. So, das hält nur Deutschland für einen Zufall. Deutschland investiert nicht, Deutschland erhöht seine Löhne nicht, es lebt immer auf Kosten seiner Nachbarn. Nicht, indem wir mehr exportieren, als wir importieren, sind dann in den anderen Ländern die Arbeitslosen, die wir nicht haben wollen. Und das ist einfach ein krankes System und zwar in jeder Hinsicht. Der einzig relevante Indikator für die internationalen Zusammenhänge ist die Leistungsbilanz, Defizit oder Überschuss. Das greift zu kurz, weil es eben andere Faktoren gibt, die auch eine große Rolle spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Das ist kein Widerspruch gegen die Mechanismen, die Sie beschreiben. Das ist ein Widerspruch gegen eine falsche Verabsolutierung dieser Mechanismen, die im Übrigen die meisten Ökonomen auch nicht machen. Nee, das liegt ja daran, dass die meisten Ökonomen die falsche Theorie haben. Okay, das mag ja sein. Immer auf die Italiener herabzugucken, komisch, die wählen ja populistisch, ist aus meiner Sicht eben deutsches Besserwissertum. Weil wir sind keine gefestigte Demokratie, sondern unsere Demokratie funktioniert nur unter der Bedingung, dass wir regelmäßige Wachstumsraten haben. Die Italiener sind nicht gewachsen, während die Weltwirtschaft ja gebrummt hat und beispielsweise auch Deutschland gewachsen ist. Das führt automatisch, dafür kann niemand etwas, sondern das ist sozusagen zwingende Logik, das führt automatisch dazu, dass sie schon jetzt in den Bilanzen der italienischen Banken Milliarden, Hunderte von Milliarden von Krediten schlummern, die faktisch nicht zurückgezahlt werden können. So, und sobald die im Minuswachstum sind nochmal, ist klar, dass alle Banken in Italien sind dann pleite. Jetzt rede ich wirklich als Mitarbeiter des Finanzministeriums. Ein ganz wichtiger Unterschied zwischen einem Finanzminister Wolfgang Schäuble und einem Finanzminister Olaf Scholz war, dass Wolfgang Schäuble den Eindruck hatte, und ich glaube nicht, dass das bös gemeint war, aber sein Eindruck war, ich muss der Polizist für die Eurozone sein. Ein Polizist aus Berlin, der über Regeleinhaltung wacht. Und das war seine Idee. Und das hat politisch einen gigantischen Schaden verursacht.